Hallo Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die mitten in der Nacht. Ich habe eine kleine Pause gemacht, aber ich habe mich nicht bewegt, wie ihr seht. Aber es ist jetzt schon 12:30 Uhr. Also, ja. Oh, und ich habe Besuch. Hab ich gar nicht gehört. Also schade ist ja, dass man die Beete nicht wie früher... Oder geht das? Kann ich die abbauen? Lass das mal kurz ausprobieren an einem. Ja, das geht. Es geht immer noch, das wusste ich nicht. Wenn man sie selber gebaut hat, kann man sie abbauen. Perfekt, die nehmen wir alle mit. Die kommen mit in den Schnee. Wobei, vielleicht sollte ich nicht alle mitnehmen. Ach, ist auch... Es ist schwierig. Weil was, wenn ich doch mal wieder im Grünen... Na, es ist ja unwahrscheinlich, dass ich hier im Grünen wieder siedel, ne? Also, wir nehmen die jetzt alle mit. Ja, perfekt. Gut, damit ist das City Apartment dann aber wirklich auch nicht mehr fähig, vermietet zu werden. Du hast nicht genug Ausdauer. Hört, hört. Ja, macht mal nicht so einen Stress da unten, bitte. Ich höre das. Wunderbar. Sehr schön. Das ist hier ja schon mal ein guter Anfang. Oh, da hinten kriechen sie. Guck mal. Na, wir lassen die mal kurz in Ruhe. Das ist hier gerade wichtiger. Und Mensch, ich habe hier echt schon relativ viele gesetzt. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Das ist ja eine Goldgrube. Wir kommen dem Garten näher auf dem Dach. Da muss ich mir jetzt wirklich Gedanken machen, wie ich den anlege. Und ich hoffe inständig, dass das stabil genug ist. Eigentlich muss ich das Ganze noch aufwerten dafür, vorher. Damit mir das nicht unter der Last zusammenbricht. Eigentlich habe ich bis auf den mittleren Part... Habe ich versucht darauf zu achten, dass ich immer, weil es Holzbauweise ist aktuell, dass da immer nur 4 Blöcke zwischen sind und dann wieder eine Säule kommt. In der Theorie müsste es halten, aber... Ah, guck mal, der Wolf hat... Da hinten liegt ein Rucksack. Halt, halt! Nicht so schnell! So schnell bin ich nicht. So, ja, ich... Will an den Rucksack, mein Freund. Und da bist du mir leider im Weg. Aber das soll hier nicht umsonst gewesen sein. Guck mal, der hat mich noch nicht mal bemerkt da. So, Rucksack. Ja, Munition, sehr schön. Oh, es tut mir leid, dass du da eingesperrt bist. So, wissen jetzt alle, dass ich hier bin, ja? Ja, da kommt schon, da kommen sie schon. Ja, wo ist er, wo ist er, wo ist er, hä? Hier ist er. Ist immer schlau, nachts rumzuschießen. So, dann gehen wir mal auslernen am Auto. Wie viele Beete haben wir denn jetzt hier? 88 Stück. Halleluja, nice. Oh, Pilzsporen. Sehr schön. Was versteckt er hier vor mir? Blei. Das kann ich gleich mal eben hier zerlegen. Das geht ja schnell bei diesen Angeldingern da. Noch mehr Blei. Müllhaufen. Da war Lehm drin. Sehr gut. Hier ist noch mehr Müll. Na, ran da. Federn, Holz. Was die Leute so weggeschmissen haben, ne? Traurig ist das. Traurig. Oh, ein Bär. Hallo, Mr. Bär.
Wir machen das mal so. Habe ich Vitamine genommen? Benutzt die mal. Ach so, hatte ich. Naja. Den Kaffee nehme ich mit. Gräbst du dir eine Höhle oder was ist Sache? Winterschlafplatz. So, okay. Hier waren wir durch. Oh, da oben ist ein Ventil. Guck mal. Und so dieses einsame Bäumchen, das muss hier auch nicht stehen, oder? Oh, hätte ich einen weiter vorne bauen können. Aber das Ventil muss mit. Ja, pures Messing. Ja, bleib mal schön auf deiner Seite da hinten. Du musst hier doch nicht so rumliegen. Das tut echt nicht Not. Sieht auch nicht schön aus. Gab es nur diesen Eingang oder hatte ich schon irgendwo anders noch eine Seitentür aufgemacht? Da ist ein Tor. Aber wenn hier schon die Lampe war... Wobei, komme ich hier aufs Dach? Naja, was für eine Frage. Natürlich komme ich aufs Dach. Wenn ich das will, komme ich aufs Dach. Oder auch nicht. Doch. Siehst du. Nehmen wir doch mal die Abkürzung. 9. Der. Was sitzt du denn hier so? Auch traurig. Hallöchen. Hilf. Noch jemand? Puff. Ja, die bringen nichts mehr, ne? Nee, aber die. So, was haben wir hier? Müll. Nix Glas. Plastikmüll. Stuhl. Werkzeugkasten. Oh! Ein Brennstoffsparer-Mod. Ja, nice. Den bauen wir gleich ein. Oder habe ich den schon eingebaut? Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Den nehmen wir noch mit. Und wie war das? Wie komme ich da hin? Auch übers Dach, ne? Bin ich falsch gelaufen? Oh, Geier. Meine besonderen Freunde. Was? Ich höre doch jemanden. Wo bist du? Naja, kannst du ja nochmal überlegen, ob du kommst. Ich muss hier erstmal eben kurz die Kollegen mitnehmen. Am besten ohne da durchzufallen. So, wie war das? Da kann man durchfallen, glaube ich, ne? Ah, nee. Nee, sieht gut aus. Okay. Bist du denn hier hochgekommen? Hä? Sag mal. Ist mein Dach. Geh weg. Ah, eine Tasche. Ein bisschen Geld. Money, money, money. Money, 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 money. Ich höre hier jemanden rumschlawenzeln. Oh, ich höre sogar so einen Turi. Wohnt hier jemand? Offensichtlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Da kann ich mich ja austoben hier. Ist ja fantastisch. Cobblestone, 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 Cobblestone und Cobblestone. So, was haben wir denn hier? Schönes Eisen, gern genommen. Ja,
Lohnt sich gar nicht, das kaputt zu machen. Aber hier, Benzin. Oh Gott, da ist die Nacht schon um. Es ging jetzt flott. Hier ist noch eine Kiste. Da war nicht so viel drin. Zwei Bücher. Oh, was haben wir hier? Ein Beaker, ein Messbecher. Und ein Buch, das wir noch nicht kennen. Das ist auch Faustkampf, oder? Nee, Tagebuch des Jägers. Kojoten, diese in der Wüste beheimateten Aasfresser. Ja, Wüste. Können im Rudel ganz schön gefährlich werden. Verursache 10% mehr Schaden an Kojoten. Okay, nehme ich. Headlight. Ja, aber das war's hier, ne? Mehr haben wir hier jetzt nicht. Dann bin ich denn hier damals rübergekommen. Hui, hüpf. Die haben wir auseinandergenommen. Ja. Ich bin zu dick. Da komme ich nicht durch. Gut, dann gehen wir halt unten rum. Ist hier noch jemand draußen, der mir in den Rücken fallen möchte? Man weiß es nicht. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Was gibt's denn hier Schönes? Was und wen? Hier gibt's nix. Vielleicht kommen sie wieder alle angerannt hier. Sind das Hunde, die ich da höre? Nee, das ist ein Wolf. Ah, der macht gut Stress da draußen. Oh, das haben wir. Das mischt. Was seid ihr denn? Ah, da seid ihr, okay. Da bist du. Und? Was? Der ist down? Okay. Ein elektrisches Werkzeug. Mach mal Tür zu. Benzeng. Oh, hier. Zement. Oh, oh. Wolf. Oh, hier. Wolf. Hab ich. Ach, da bist du. Auf was für einem Trip warst du denn unterwegs, hä? Sägewerk besucht. Dich muss ich ja auch mitnehmen. Oh nein. oh, das gute Wildbret. Wir lesen das Buch nochmal. Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Nur geguckt, was es ist, aber nicht gelesen. Den Kaffee trinke ich. Dann habe ich schon mal zwei Plätze und die Stofffetzen kann ich wegwerfen. Dann habe ich Wildbret. Wildbret. Ja, Tierfett packe ich erstmal eben ein. Leder habe ich genug. Ah. Kriege ich aber mit. Hä, wieso kriege ich das auf einmal mit? Da habe ich doch mehr Platz gemacht, als ich dachte. Habe ich Cobblestone in der Tasche? Ja, sehr gut. Weil das muss mit hier. So, da war noch Müll. Ja, alles klar. Das ist Messing. Warte mal, die Dose zerlegen wir und das zerlegen wir auch. Und eigentlich muss ich irgendwie auch mal zum Auto. Und bin ich hier jetzt eigentlich durch? Ja, weil hier war ich schon. Sehr gut. Ja, dann haben wir es hier, oder? Müll einmal noch mal kurz checken. Und dann ist da noch ein Wolf. Den lassen wir mal in Ruhe. Bei Wildbret und sowas haben wir ja mehr als genug aktuell da. Brauche ich hier jetzt nicht noch mehr von. So.
Irgendwo da hinten steht mein Auto. Und dann gucken wir jetzt nochmal beim Persian Gas vorbei. Da waren wir ja ewig nicht. Hopp. Drücke ich den? Ja, ich habe mal Angst, dass. Ja, doch, passt. Gut. So, den wollen wir gleich mal gucken, ob wir den einbauen können. So, wie war das? Öffnen. Fahrzeugbrennsparer-Mod. Fantastisch. Check. Haben wir. Habe ich da noch nicht mehr eingebaut? Hatte ich nicht auch diese Sitzmod? Erweiterte Sitzbank? Ich meine. Oh, hallo Bärchen. Auch dich lasse ich in Ruhe. So, beim Crack-A-Book brauche ich wohl nicht vorbeigucken. Das ist noch nicht ganz so lange her, dass wir da waren. So, Passengers. Ich bin gespannt. Ist hier alles leer? Nein. Alles voll. Oh, ich habe Hunger. Einen kleinen Snack. Einmal drumrum. Das alte Spiel. Warte mal, hier in der Ecke. Steht doch immer jemand. Mir war doch so. Gleich mal erledigen. Standen hier nicht immer Autos? Warum sind die weg? Reiche mir Benzin, bitte. Ja, nö, alles leer. Man könnte schwören, hier war jemand anders vor mir. Oh, warum steht denn so eine Kuhle? Davon habe ich schon welche. Okay, das davon habe ich davon welche? Nee, das zerlegen wir mal eben. Hatten wir auch nicht. Okay, gut. So, gucken wir mal rein. Warte, hier ist noch 9 mm Munition. Aber gar keine Pistole dabei. So, dieses Schild. Das braucht ihr doch nicht, oder? Na, ich lasse es dran. Sieht cool aus. Na, grünes Männchen. Hier waren noch Bücher und hier gab es noch. Und am Ende der Straße ist auch noch ein Autohändler. Ich erinnere mich. Da müssen wir natürlich auch vorbeigucken. Weil da können wir viel auseinanderschrauben. Da oben war noch eine versteckte Kiste. Gott, wie oft war ich hier mittlerweile drin? Immer wieder gelootet. So, ne, hier wohntest du. Au! Sag mal, unhöflich. Macht der denn hier? Hat sich verlaufen, würde ich sagen. So, gab's hier was? Außer Papier? Nö. Die Regale waren. Na doch, hier ist was. Da. Immer noch irritierend für mich, dass nicht alle Regale dann zu looten sind. Das haben wir. Das da, okay. Da unten auch. Und jetzt kommt uns gleich jemand entgegen. Oder da bist du doch. Noch jemand? Nein. Okay. Gott, ich kann gleich schon wieder hier auslernen.
Habe ich Geld? Ja, ich habe Geld. Guck mal. Und was gibt's hier? Hier gibt's Felszertrümmerer. Bergbauertrag kaufen. Ja, und so einen Kaffee nehme ich noch, ne? Brauche ich nicht, ich weiß, aber ich hatte Lust, was zu kaufen. Soll ich vielleicht, also das hier nehmen wir noch mit. Ist hier noch jemand? Nee. Da oben Benzin und noch so eine Benzinsparmod. Reifen, Benzin, sehr gut. Gib mir den Müll. Danke. Guck mal, wieso habe ich die denn da gelassen? Das ist ja Quatsch. So. Das haben wir auch. Und Ventil? Nö. Moinsen. Seit langer Zeit mal wieder da. Jetzt laufen sie doch nicht gleich so aggressiv auf mich zu. Und sie auch nicht. Unhöflich. So geht man nicht mit Kundschaft um. Na, ich nehme mal mit. Da war ein Nest. Ist doch irgendwo ein Nest. Bisschen Kleber. Noch eine Klingenmod. Ja, ist okay, ist okay. Oh, das war fast ein bisschen zu tief. Den da. Mehr geht nicht. Okay. Na. So, das sind Getränke. Das ist Essen. Büchlein, Munition. Das zählen wir auch mal dazu. Rohstoffe, Mod, Bauteile, grob vorsortiert. Na, dann schauen wir mal vorbei beim Autohändler, wa? Ich würde aber gerne mit der Tastatur lenken im Auto. Oh, den Müll haben wir noch nicht durchsucht. Das geht natürlich nicht. Ja, da gibt es nämlich noch mehr cooles Zeugs. Und hier den Postkasten. Und da ist noch mehr Müll. Nichts verkommen lassen, nichts verkommen lassen. Mhm. So, heiter weiter. Wenn es nicht so lange dauern würde, diese Heizkörper zu zerlegen, dann hätte ich das jetzt auch noch gemacht. Hier habe ich lange nicht reingeguckt. Manchmal sind da ja auch Bücher drin, ne? Ah, kein Glück. Hübsch, sehr hübsch. Aber hier. Ah, ein Buch. Kenne ich zwar schon, aber naja. So, Autohändler. Sehr gut. Wollen wir mal gucken. Was habt ihr denn im Angebot? Vielleicht schlage ich zu, wenn ihr mich überzeugt. Fangen wir mal hier hinten an. Oh, da hinten stehen noch mehr. Sehr, sehr gut. Müssen wir alles mitnehmen. Ich sollte vielleicht das Inventar noch mal ein bisschen aufräumen. Ein bisschen besser selektieren. Nope. Davon habe ich genug bei mir vor der Haustür. Ach, der ist kaputt. Ja, dann kann ich den ja hier auseinandernehmen. Da ist Stahl drin.
Gott, schon wieder voll. Das gibt's nicht. Das geht aber auch ratzfatz hier. Okay, dann schauen wir mal. Also, das zerlegen wir dann einfach mal im Inventar. Und das auch. Das dauert jetzt Ewigkeiten. Aber okay, ist so. Das wird immer stacken. Davon werden wir bestimmt auch was finden. Das stackt alles schon. So, was ist noch Zeugs, das auf jeden Fall stacken wird? Wahrscheinlich finde ich Unmengen von Dosen. Und Zement dürfte da bestimmt auch irgendwo drin sein. Sowas stackt. Das heißt, ich kann das hier schon mal alles wegpacken. Das hier wird stacken. Das hier wird stacken. Das hier. Plastikteile bestimmt auch. Was noch? Also was auf jeden Fall, wenn wir da jetzt gleich reingehen. Scheinwerfer bestimmt auch. Weil wir Autos auseinandernehmen. Reifen werden stacken. Sowas eher nicht. Batterie stackt ja leider nicht. Hier, Stofffetzen ist was, was ich im Zweifel auch wegwerfen kann. Öl, wenn wir Glück haben. Ja, und Benzin natürlich. Oh, habe ich es jetzt sortiert? Ja. Benzin natürlich. So. Sehr gut. Na dann, heiter weiter. Machen wir erstmal. Ne, wir gehen gleich vorne rein, ne? Hallo, guten Tag. Ah. Ihnen gehört der Laden. Jetzt nicht mehr. Ich übernehme. Nicht draufhauen, nicht draufhauen. Nein, 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 nein. Schrauben. Bitte schrauben. Ich sehe einen grün. Eine grüne und die hat lange Arme. Diese Krankenschwestern sind super gefährlich, finde ich. Da wurde ich kurz nervös. Wie man gemerkt hat. Ich muss hier mal durch. Hallo. Ist nur noch ein Grippe. Okay. Nehmen wir mit. Müll. Einmal ins Auto und gucken, was wir loswerden. Wahrscheinlich nicht viel. Zerlegen. Nee, nicht viel. Naja, gut. Okay. Gucken, was es noch gibt. Ich war gerade irritiert. Ich hätte schwören können, dass es beim Peasant Gas auch eine Werkstatt noch mitgibt, aber tja, anscheinend nicht. Euch nehme ich mit. Was war hier? Kleines Badezimmer. Hier war die Werkstatt. Noch jemand? Noch jemand Bock auf Stress? Oh, da war Stahl drin, glaube ich. Sehr gut, hat sich also schon gelohnt. Alles, was ich nicht selber an Stahl produzieren muss, ist gern genommen. Zweite Scheinwerfer-Mod, also, ne? Alex, ne, wandern, wir können Auto bauen mit Scheinwerfer-Mod und so. Noch eins. Ich bin hochkonzentriert hier. Oh, den hatte ich schon. Muss ich da noch raufklettern? Nee. Komme ich auch so ran gleich. Dann kann ich dich auseinanderschrauben.
irgendwas vergessen hier unten? Nein, aber da oben noch die Kiste. Oh yeah. Wie, ich habe volles Inventar. Sag mal, ich war noch nicht mal da unten. Den auch. Ah, oh, das gibt ordentlich Messing. Das ist fantastisch. Brauche ich auch. Kann ich den Pinsel zerlegen? Ja, kann ich gleich machen. Die Federn kannst du jetzt echt mal wegwerfen hier. Ich habe so viel Federn. Das war ein böser Treffer. Wie oft soll ich diese Mod denn hier jetzt noch bekommen? Also erst bekomme ich sowas gar nicht, ja? Und jetzt alle Nase lang. Na komm, mach 3, 2, 1, 0. Danke, weil Pinsel habe ich auch. So, dann gehen wir mal oben gucken, ob ich irgendwas ablegen kann. This direction, please. Uhr 11:21. Läuft. Oh yeah. Läuft gut. Ach, das ist ja ein Buch. Das ist ja ein Buch. Tausch das mal gegen das da. So, und irgendwie ging es da unten noch weiter. Ich war lang nicht hier. Ich habe keine Ahnung mehr. So, was gab es hier noch? Die haben wir. Hier ist noch... da war ordentlich was drin im Müll. Gleich mal einreihen. Ach, habe ich mich hier unten nicht mal verschanzt? Irgendwas war da mal, oder? Oh, das sind diese hässlichen Stiefel. Die kann ich nicht leiden. Die müssen gleich zerlegt werden. Genau wie das. Das auch. Den braucht ihr nicht mehr, oder? Danke. Buch für Amboss. Okay. Da versteckt sich nichts mehr. Ach, hier war jemand hinter, ne? Ihr habt mich schon mal dran gekriegt. Aber heute nicht. Oh, schöner roter Tee. Boah, das wird aber... knappe Nummer hier mit dem Platz. Es kommt gerade so hin. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, was im Raum nebenan ist. Wenn da jetzt noch mehr ist, dann wird's schwierig. Benutzen. Surprise! Verdammt. Muss Platz schaffen. Das ist ja noch mehr. Also cool, aber das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, dass es im Keller hier noch ein kleines Versteck gibt. Vielleicht hätte ich einmal eben reingucken sollen. Ja, um zu sehen, wie viel Platz brauche ich denn überhaupt. Nein, jetzt du sollst den da nehmen. Warum sortiere ich das denn? Sowas Blödes. Die hier können wir eigentlich zerlegen. Die hier können wir zerlegen. Komm, der Puffermantel kommt dann jetzt auch weg. Diese komischen Stiefel. Jetzt sind sie nämlich weg hier. Also, wie war meine Reihenfolge? Holz. Stein. Der ist eigentlich da. Ich habe ein Getränk dabei. Und ich habe... irgendwo habe ich Essen. Den mag ich nicht. Das kommt da hinten hin. Hier muss Benzin hin. Das kommt da nicht hin. Da ist nämlich das. Und daneben ist eigentlich noch was anderes.
Frage ist was? Was habe ich denn immer noch? Hier, Dietriche. Genau. So, okay. Und das ist eigentlich auch so rum. So, viel Platz habe ich hier nicht, aber das kannst du eigentlich auch. Wobei Glas, Glas, nein, nicht wegschmeißen, weil das brenne ich dann ein. Wobei ich kann aus Sand, kann ich mir Glas brennen, ne? Dann ist das vielleicht effektiver. Wenn nötig, kann ich das wegschmeißen. So, also, die kommen da rein, das kommt da rein. Die hier kannst du zerlegen, davon habe ich wirklich genug. Im Zweifel kann ich das wegschmeißen und das zerlegen. Und dann haben wir jetzt auch wieder Platz. So. Dann gehen wir den Keller noch ausräumen. Erstaunlich groß die Location hier. Und jetzt merke ich, tja, so viel Platz hätte ich gar nicht benötigt. Autoteilekiste. Noch ein Reifen und Benzin, sehr gut. Lederkofferraum. Lederkofferraum, ja, doch. Okay. Armbrustbolzen nehme ich auch immer mit, benutze ich aber nie. Wobei, wenn einem dann doch irgendwann mal die Munition ausgehen sollte, ist man froh, wenn man Armbrustbolzen hat. So, gut, das kam doch gut hin. Nehmen wir hier noch die Lampen ab. Hatte ich das Benzin mitgenommen? Ja. Okido. Location clear. Moment, hier hinten? Haha. Mit einem Buch, das wir noch nicht kennen und da wir keinen Platz haben, lesen wir das mal eben. Der Stahlvorschlaghammer. Ein ganz. Oh, da haben wir noch ein Buch. Okay. Aber alles mitbekommen. Fantastisch. Und da ist noch ein Benzinfass. Hier ist auch noch ein Benzinfass. Das muss mit. Das muss mit. Haben wir aufs Dach geguckt? Haben wir nicht. Macht das Sinn? Es wird sich zeigen. Hier wäre eine Klappe gewesen. Also muss es hier etwas geben. Eine Tasche. Mit Geld. Auch wenn es nur 8 sind, nehme ich die trotzdem mit, weil Papier habe ich genug. Ja, aber ich glaube dann. Dann müssen wir es, jetzt müssen wir es wirklich haben. Ist hier irgendwo Messing drin? Nee. Habe ich das Fass gelootet? Ja. Jetzt aber, Location clear. Sehr gut. Okido. Irgendwas nicht gelesen? Nee. Guck an. Wie viel Platz auf einmal? So, ich fahre jetzt zurück. Ich überlege, ob ich die ganzen Bücher nochmal eben abgebe bei Händlerin Jen oder ob ich damit zu meinem Händler des Vertrauens gegenüber bei mir fahre. Habe ich nicht eben Geld eingesammelt? Und das müsste. Ach so, das hat er hier gerade reingesteckt. Deswegen, Money. Noch ein Buch. Was kann und will ich noch verkaufen? Hier ist noch ein Buch. Mal schauen. Ja, ansonsten würde ich das erstmal. Oh, hier Silber. Aber ansonsten würde ich das erstmal mitnehmen. Ja, wir fahren zu Jen, weil wir waren ja eigentlich gerade dabei, hier Rohstoffe zu besorgen. Und da würde ich jetzt mal weitermachen, weil wir haben ja wieder Benzin. Und dann vollenden wir das, beziehungsweise ich. Weil
Die Folge soll damit hier jetzt auch zu Ende sein. Denn wir sind bei 40 Minuten. Leute, 40 Minuten schon wieder. Das überziehen wir eigentlich immer so. Das ist unglaublich. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ein Däumchen nach oben wäre ein Bäumchen, wie es so schön heißt. Und ein Abo. Wer ein Abo gibt, ist Queen or King. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.